Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eliasar Figg ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Ja, fantastisch, offensichtlich sind wir tatsächlich in Hogwarts angenommen worden. Zwar etwas spät, die ersten vier Jahre ja, lassen wir offenbar aus. Okay, das ist einfach so, nehmen wir hin, aber wir starten jetzt in die 5. Klasse, freuen uns natürlich sehr. Wer sind wir? Redmond Tonks. Cooler Typ, recht fesch, wie auch immer. Was passiert hier? Worum geht es in dieser Folge und in den weiteren Folgen dieser Serie? Ganz einfach, wir spielen Hogwarts Legacy, dieses neue Harry Potter Spiel oder Spiel im Harry Potter Universum. Heute starten wir mit der Charaktererstellung. Es gibt also noch nicht viel Gameplay zu sehen dieses Mal, aber natürlich dann in der nächsten Folge geht's direkt los. Ich möchte diese erste Folge aber eben als kleine Einführung nutzen, was man erwarten darf, worauf der Fokus liegen wird und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir spielen Redmond Tonks. Das wird ein Hufflepuff-Charakter, also ja, recht loyal und freundlich und sympathisch und ehrlich, hart arbeitend. Und in der fiktiven Geschichte könnte oder sollte das dann irgendwo einmal vielleicht ein Vorfahre oder entfernter Verwandter, wie auch immer, von Nymphadora Tonks sein. Das ja, kommt natürlich dann darauf an, wie diese Geschichte endet. Habe ja keine Ahnung, was da so passiert am Ende. Vielleicht überleben wir den Teil auch gar nicht. Dann sind wir wohl doch nur ein weit entfernter Verwandter. Wie auch immer, wir stammen aus der Familie Tonks und hoffen eben, dass wir in das Haus Hufflepuff gewählt werden. Natürlich gibt es ja aber da zuerst noch den Sorting Hat, der uns entsprechend zuweisen wird. Wir versuchen natürlich entsprechende Antworten, die natürlich auch der Wahrheit entsprechend zu geben, damit wir da ins richtige Haus kommen. Richtiges Haus gibt es nur eines, Hufflepuff, alles andere ist für die Katz. Wir schauen uns hier momentan die Haarfarben durch. Man sieht schon, es gibt da wirklich eine ganze Menge von ja, unterschiedlichsten Braun- und Blondtönen bis hin zu ausgefalleneren Farben, Violett, Grün, Blau, Pink und was weiß ich alles. Ich versuche den Charakter bestmöglich an mich selbst anzupassen. Bei der Haarfarbe funktioniert es, die Gesichtsform ist auch nicht so schlecht. Die Frisur selbst, ja, ist nicht so ganz korrekt. Aber ja, das nehmen wir hin. Schauen hier natürlich auch alle möglichen Frisuren durch. Hier jetzt zum Beispiel die Newt Scamander Frisur, ebenfalls ein Hufflepuff übrigens. Und eben allerlei sehr moderne Frisuren finde ich nicht ganz so toll. Ich hätte es ehrlich gesagt schöner gefunden, wenn es hier Frisuren gäbe, die eher im eben, ja, 19. Jahrhundert verwendet wurden oder getragen wurden. Das hätte meiner Meinung nach
besser gepasst als all diese modernen Dinge hier. Aber okay, es ist natürlich verständlich, die meisten Spielerinnen und Spieler wollen natürlich ihren Charakter an sich selbst anpassen. Von dem her sind moderne Frisuren absolut nachvollziehbar. Wird hier übrigens kein Unterschied gemacht zwischen Frauenfrisuren, Männerfrisuren. Also man kann durchaus einen Mann mit einer Frauenfrisur spielen oder ähnliches. Das ist meiner Meinung nach recht gut gelöst. Auch die Gesichter selbst sind in viele Richtungen drehbar, was natürlich auch nicht schlecht ist. Das heißt, man hat hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Hier der Novak Djokovic-Schnitt und dann noch ein paar ausgefallenere andere Dinge. Generell werden wir in dieser Reihe sehr viel Geschichte sehen. Also mit Geschichte ist gemeint Storyline von Hogwarts Legacy. Ich werde nicht überall zwischenreden, nicht alles kommentieren, sondern wir versuchen wirklich so viel wie möglich aus dieser doch sehr interessanten Story ganz genau und detailliert mitzuerleben, ohne eben irgendeinen Kommentar im Hintergrund oder sonst was. Mitunter natürlich werde ich mich sehr wohl einschalten. Es gibt immer wieder Kämpfe oder längere Erkundungspassagen, wo ich dann ein paar Infos, Fun Facts oder sonst was erzählen werde oder vielleicht ein bisschen auf die Spielmechaniken selbst eingehen werde, um euch das Spiel einfach grundsätzlich näher zu bringen. Jetzt die große Entscheidung, für welche der Frisuren wir uns im Endeffekt dann doch entscheiden. Wie gesagt, sehr, sehr moderne Frisuren teilweise, alles etwas länger hier gehalten. Nicht unbedingt mein Fall. Ich hätte gerne ein paar zusätzliche Kurzhaarfrisuren im Spiel gehabt. Aber das nehmen wir natürlich so hin. Generell ist die Auswahl doch relativ groß und umfangreich. Es stand dann kurz die Überlegung im Raum, doch mit langen Haaren zu spielen. Aber das hätte meiner Meinung nach nicht so toll gepasst für unseren Redmond. Aus dem Grund, wurde das dann doch zugunsten einer Kurzhaarfrisur umgeworfen. Noch eine kleine Anpassung in der Haarfarbe, etwas dunkler, und dann sollten wir die Haare eigentlich relativ gut hinbekommen haben. Könnte schlimmer sein oder könnte schlechter sein. Könnte aber natürlich auch besser passen. Welche Optionen hat man noch? Ja, sehr viele. Gesichtsfarbe, also da gibt es auch wieder Töne um Töne und sehr, sehr viel Anpassungsmöglichkeiten, die vielleicht in so einem Ausmaß unter Umständen gar nicht hundertprozentig nötig sind. Aber ganz wichtig zu wissen, wenn ihr einen Charakter startet, es sind nicht alle Einstellungen, also alle optischen Einstellungen im Laufe des Spiels änderbar. Es gibt gewisse Dinge, die man danach ändern kann, wie eben beispielsweise Narben, Muttermale etc. Aber gibt auch Teile oder Dinge, die nicht mehr veränderbar sind. Unter anderem auch das Haus. Ich meine, das hat jetzt in dieser Folge noch keine großen Auswirkungen, oder in dieser Folge kümmern wir uns noch nicht ums Haus selbst, aber eben es gibt Dinge, die kann man nachträglich nicht mehr verändern. Aus dem Grund ist es durchaus sinnvoll, am Anfang des Spiels einige Zeit in diese Charaktererstellung zu investieren, denn wie in jedem Rollenspiel ist das natürlich das Um und Auf.
dass man mit seinem Charakter zufrieden ist, dass er einem gefällt oder zusagt und man entsprechend dann das Spiel so in Angriff nehmen kann. Nachträgliche Anpassungen aber sind eben nur noch teilweise dann möglich. Auch hier bei der Augenfarbe jetzt beispielsweise sehr, sehr viele unterschiedlichste Brauntöne, Blautöne, Grüntöne, irgendwelche ja, halbweißen Dämonenaugen sind auch möglich. Ich denke, man könnte da durchaus von Anfang an auch einen Charakter bauen, der vermutlich von den dunklen Künsten sehr angetan ist oder beziehungsweise zumindest ein Äußeres hat, das darauf schließen lässt, dass er von den dunklen Künsten angetan ist. Also man hat hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, nicht nur einen halbwegs sympathischen Charakter zu bauen, sondern auch wirklich einen absoluten Ungustel zu bauen mit allen Dingen, die da dazugehören könnten. Augenbrauenfarbe kann natürlich auch angepasst werden. In sehr, sehr vielen Spielen ist das ja direkt an die Haarfarbe gekoppelt. Hier könnte man aus irgendeinem Grund schwarze Haare und pinke Augenbrauen haben. Und unglaublich wichtig natürlich auch die Augenbrauenform ist zu ändern. Ja, hier ein Teil, der mir wenig gefallen hat, das war eines der wenigen Dinge, die mir jetzt am Anfang nicht gefallen haben. Es gibt zwei Stimmen, eine männliche und eine weibliche. Das ist meiner Meinung nach relativ dünn. Und hier dann die Stimmhöhe, da gibt es 5 oder 6 verschiedene Einstellungen. Ja, man hört zwischen dem linken Maximum und dem rechten Ausschlag sozusagen schon einen Unterschied. Aber ja, so wirklich viel Auswahl hat man nicht. Kann dann auch natürlich die Schwierigkeitsstufe wählen. Laut ja, einiger Kritiken, die ich gelesen habe, oder Reviews, die ich gelesen habe im Vorfeld, sollte das keinen unglaublich großen Einfluss haben. Aber natürlich als Neuling oder wenn man jetzt sagt, man möchte einfach die Geschichte genießen sozusagen, ist es vermutlich ausreichend, wenn man auf leicht oder auf Geschichte spielt. Ich probiere es mit normal. Wir werden sehen, wo wir da hinkommen. Und dann natürlich Schlafwahl oder Schlafsaalauswahl. Das heißt, wollen wir bei den Mädchen schlafen oder bei den Jungs? Wir entscheiden uns als Redmond Tonks natürlich für die männliche Variante und beginnen somit unsere Reise. Wie genau das startet, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald und derre!